Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast, respektive im YouTube-Channel. Ich bin zu Gast bei Matthew Mockridge in Köln und wir nehmen sowohl einen Podcast auf als auch direkt ein YouTube-Video. Ihr könnt also jetzt auswählen, was ihr haben wollt, ob ihr nur Ton haben wollt oder ob ihr sagt, ich muss auch mal gucken, wie die beiden aussehen, was für eine Gestik, Mimik dahinter ist und welchen Hintergrund es gibt. So, wer ist Matthew Mockridge? Ich nehme mal hier nur so eine Sache aus seinem Blog. Ich habe mit drei besten Freunden unter anderem das Event Neon Splash Paint Party entwickelt und innerhalb von 24 Monaten in über 60 Städten expandiert, dabei mehrere hunderttausend Tickets verkauft. Also bei mehrere hunderttausend Tickets verkaufen, da werde ich natürlich aufmerksam, da höre ich zu. Denn das ist was, was ich auch gut finde. Also, Matthew Mockridge habe ich kennengelernt. Im ersten Schritt über seinen Podcast, der wirklich sensationell ist. Extrem authentisch, wobei ich Authentizität jetzt nicht als Qualität an sich sehe, sondern es ist natürlich, es ist spontan. Da kommt irgendwie, da kommt über Skype ein Anruf rein, dann geht er da auch dran und nimmt den an. Ich würde es rausschneiden, er lässt das alles drin und das macht das Ding einfach total lebhaft. Er hat geile Interviewgäste und er hat ganz viele coole Solonummern. Von ihm habe ich die Idee übernommen mit Zitaten, dass er ein Zitat nimmt und dieses Zitat dann interpretiert. Finde ich eine super Idee. Ich habe das einmal jetzt bei mir im Podcast umgesetzt und habe direkt 15 Zitate genommen, weil ich zu einem Zitat nicht so viel erzählen kann, also brauchte ich mehr, aber die Idee ist super. Ich liebe diesen Podcast, ich höre jede Folge, das ist sensationell. Und zusammengebracht hat uns Michael Turbanisch. Liebe Grüße an Michael. Michael Turbanisch ist auch Podcaster und hat einen geilen YouTube-Channel auch. Und Michael hat den Podcast nochmal von vorn. Und der hat uns in eine Live-Session reingebracht, sonntags morgens um 11. Stimmt. Und so haben wir uns damals kennengelernt und das war cool. Also wenn ihr die noch findet bei Michael Turbanisch bei YouTube, schaut euch die an. Das ging eine Stunde. Da waren sehr, sehr coole Sachen drin. So sind wir zusammengekommen. Dann habe ich eine Pre-Copy bekommen von seinem ersten Buch und das ist richtig, richtig geil. Damit bist du in die Bestsellerliste gekommen. Ja. Also in meiner Branche hat irgendwie jeder einen Bestseller geschrieben, aber die Definition eines Bestsellers per se ist, dass du ein Buch geschrieben hast, was in die Spiegel- oder Manager-Magazin-Bestsellerliste reinkommt. Es zählt nicht, dass du bei Amazon unter die, weiß ich nicht, gekommen bist. Das kriegt nahezu jeder hin, wenn er weiß, wie das System funktioniert und wie man das manipuliert. Sondern wirklich, dass Käufer an der Buchtheke entscheiden und sagen, ich kaufe dieses Buch im Buchhandel, nicht bei Amazon. Das sorgt dafür, dass du auf eine Bestsellerliste kommst und da ist er drauf. Also Matthew Mockridge im Interview. Matthew, der Guy. Alter, vielen, vielen Dank, dass du hier bist. In der Startup-WG, super geil. Super geil. Also die bei Facebook uns verfolgen, ich habe gerade einen Livestream gemacht und mal gezeigt, wie es hier so aussieht. Den könnt ihr noch abrufen, müsst ihr halt ein bisschen zurückscrollen. Und in Matthews Community, er streamt das jetzt gerade alles mit. Also sehr, sehr cool. Lass uns reden über dein Buch, lass uns über dich reden, lass uns reden über deinen Blog und insbesondere meine Community sind Verkäufer, sind Führungskräfte, sind Unternehmer. Und meine Fragen gehen in die Richtung, was interessiert Verkäufer, Unternehmer, Selbstständige noch erfolgreicher zu werden? Gerne. So, also ich glaube, ich stelle Matthew jetzt nicht groß weiter vor. Ihr wisst das Wesentliche, alles andere findet ihr heraus, wenn ihr euch mit ihm beschäftigt. Ich habe gefunden in deinem Blog 10 Business Game Changer aus meinem Leben. Und damit du jetzt nicht in die Verlegenheit kommst, dass du sagst, ach, was waren die 10 nochmal, gebe ich dir ein Stichwort. Super, danke. Und du lieferst bei dem Stichwort nach. Das wäre jetzt meine Idee, ja? So. Ja, lass uns gerne darauf riffen. Das ist übrigens ein ganz spannendes Ding, das kennst du sicherlich auch, wenn man angesprochen wird auf Dinge, die man geschrieben hat, und dann denkt, boah, Alter, krass, das ist, weil man einfach so viel Content produziert,
dass ich freue mich dann fast und denke, boah, geil, Alter, das habe ich geschrieben, das ist ja richtig gut. Das ist eigentlich geil. Also lass uns gerne mal riffen und gucken, was es da so gibt. Ja, also ich erinnere mich noch an die meisten Sachen, aber ein Stichwort ist da gut. Der erste Punkt war, Vision ohne Aktion ist Illusion. Ja. Nochmal zum Mitschreiben. Vision ohne Aktion ist Illusion. Lass hören. Also für mich ist es immer so eine Kombination aus Information und Aktion, die tatsächlich eine Progression irgendwie zur Folge hat. Und das Problem ist, dass meistens Menschen immer nur eins der beiden haben. Entweder, weißt du, sie lesen alle Bücher, sie sind auf allen Seminaren, sie hören alle Podcasts und haben die ganze Info, aber kommen halt nicht so wirklich in die Umsetzung. Oder sie fahren halt Vollgas, aber in die falsche Richtung, weil sie die Info nicht haben. Und die Kombination dieser beiden Dinge, das ist für mich so der Schlüssel, also wirklich so eine Balance, ein Gleichgewicht aus Vision und Aktion oder Information und Aktion, die dann echt zu einer Progression führt. Die nicht zum Erfolg führt, sondern ich sage ganz bewusst zu einer Progression, weil das ist so das, worum es geht, dass man einfach jeden Tag einen Zentimeter weiter ist, sodass man nach einem Jahr irgendwie 3,5 Meter weiter ist. Das ist so das, worum es geht. Lass mich zwei Sachen kommentieren. Das eine ist, wir haben heute Morgen Sport gemacht schon zusammen und dann kam so das Thema, Mensch, die Speaker-Branche, ich mache das jetzt schon viele, viele Jahre und bin da etabliert und erfolgreich unterwegs, aber es gibt extrem viele, die auf einmal Speaker sind, zu welchen Themen auch immer. Und Matthew sagt, werden die es alle schaffen? Natürlich nicht, wie in allen Bereichen, es schaffen nie immer alle. Und der Tipp, und diesen Tipp habe ich zum Beispiel meinem Freund Frank vor kurzem gegeben. Frank sagte, hier gibt es eine Ausbildung, soll ich die Ausbildung machen? Da habe ich gesagt, Frank, hör auf, mach jetzt nicht noch eine Ausbildung, du weißt genug, das Wissen, da gibt es genug. Du hast genug Bücher gelesen und alles. Frank, mach 100 Tage Training, mach 100 Speeches. Ja. Und danach reden wir weiter. Aber erstmal brauchst du Action, erstmal brauchst du Momentum und du musst Gas geben. Also für all die, die irgendwie sagen, hey, ich habe eine Vision, ich mache mir ein Vision Board und ich habe eine Zielekarte und ich schreibe mir meine Ziele auf, das reicht nicht. Du musst ins Handeln kommen und du brauchst massive Action, massive Action, Momentum, gebt Gas. Anschnallen, festhalten, Gas geben und das ist die Botschaft da drin. Also du musst nicht noch mehr lernen und noch mehr Bücher und alles, sondern du musst mal ins Handeln kommen. Und das Vision ohne Aktion ist Illusion. Besser könnte ich es nicht formulieren. Sehr geil. Zweiter Punkt. Mach Fehler. Im Facebook-Headquarter, also Facebook für mich also inzwischen eine der geilsten Companies der Welt, mit den intelligentesten Menschen der Welt teilweise, da ist an die Wände gesprayt, fail often und fail fast. Und das ist so eine Haltung, nach der ich auch lebe, wo es sogar wichtig ist, tatsächlich Dinge zu probieren, die man noch nicht wirklich kann, Sachen zu machen, für die man noch nicht wirklich qualifiziert ist, um einfach zu lernen, um aus den Fehlern zu lernen. Weil selbst wenn man fällt und dann wieder aufsteht, ist man irgendwie ein paar Zentimeter weiter als vorher. Das heißt, so ein Fail-Forward-Gedanke ist etwas, was hier bei uns echt zu den allergrößten Learnings geführt hat. Also deswegen, ich kann jeden nur dazu einladen, auch echt eine Kultur zu etablieren, wo das Scheitern respektiert wird. Das ist, glaube ich, so das Takeaway, was ich irgendwie platzieren möchte. Für alle Verkäufer, dass Misserfolge gehören dazu. Also es gibt eine Formel, ich muss gerade mal in meinem Kopf kramen, die habe ich schon länger nicht genommen. Was ist das Gegenteil von Erfolg? Jetzt sagen alle immer Misserfolg. Nein, völlig falsch. Was ist das Gegenteil von Erfolg? Das Gegenteil von Erfolg ist nichts tun. Nochmal. Du brauchst, um Erfolg zu haben, brauchst du Misserfolg, um aus deinen Misserfolgen zu lernen. Und wenn du im Vertrieb unterwegs bist, dann hast du einfach Kunden, die du nicht kriegst, Aufträge, die du nicht kriegst, wo du in der Telefonakquise doofe Gesprächspartner hast. Das gehört dazu. Das ist aber kein Misserfolg, sondern das brauchst du, um in die nächste Entwicklungsstufe zu kommen. Deswegen macht Fehler. Vielleicht nicht bei den dicksten Aufträgen, nicht bei den größten Projekten, bei den wichtigsten Kunden. Nehmt ein paar andere, wo ihr Fehler machen könnt, aber ey, macht Fehler, sonst wird das nie was. Dritter Punkt, das Leben funktioniert von innen nach außen. Heißt? Ich habe lange Zeit auch bei uns im Unternehmen so sehr männlich, sehr so rational, sehr logisch, so sehr linke Gehirne, habe ich immer gedacht,
dass wenn ich äußere Variablen beeinflusse, dass sich auch innen was ändert. Also mehr Kohle, mehr Glück, mehr Auto, mehr Glück, teure Klamotten, mehr Glück, größere Hallen bei unseren Events, mehr Glück. Und habe dann sehr schnell gemerkt, dass das nicht so ist. Und so diese Tür zum Glück, die öffnet sich also nicht so von außen nach innen, sondern von innen nach außen. Und jeder, also du und ich und jeder, der jetzt zuschaut, ausnahmslos hat wie so Löcher eigentlich in sich, also Angst und Unsicherheiten und Trauer und irgendwie Einsamkeiten. Und diese Löcher kann man nur von innen nach außen auffüllen. Und zwar nicht durch Macht und nicht durch Sex und nicht durch mehr Kohle und nicht durch Drogen und nicht durch irgendwelche Dinge, die so äußere Variablen beinhalten, sondern tatsächlich nur von innen nach außen durch eine Verbindung mit der eigenen Erfüllung, durch ehrliche Freundschaften, durch eine wahre Liebe, durch Ängste, die man spürt und denen man dann tatsächlich, denen man gegenübertritt und die man durchlebt. Und das ist so mein Bild, dass eine Erfüllung und ein Glück, und da redet man gar nicht von Erfolg, also da lasse ich den Erfolg echt raus oder messe den Erfolg an anderen Dingen, wie zum Beispiel das Verhältnis mit den Eltern, mit den Freunden und so weiter. Aber wirklich so eine Erfüllung von innen nach außen, nicht von außen nach innen, das ist das, was das beinhaltet. Für alle Verkäufer, wenn du in den Vertrieb gehst, dann willst du auch Geld verdienen, ja. Und Geld ist der Gradmesser für Erfolg, ohne Frage. Nur, wenn du etwas verkaufst, nur um Geld zu machen, dann wird das der Kunde spüren und im Zweifel wird er sich gegen die Kaufentscheidung, also gegen den Kauf entscheiden. Also von daher, Geld verdienen wollen nahezu alle im Vertrieb. Viel Geld, je mehr, desto besser, ohne Frage, aber du musst wirklich mit dem Herzen dabei sein. Du musst Bock haben auf die Aufgabe, auf dein Produkt und vor allen Dingen auf deine Kunden, deine Zielgruppe. Das ist nochmal elementar. Yes, das Leben funktioniert von innen nach außen. Ein Buch pro Woche. Ein Buch, also ich schaff's nicht immer, aber das war mein Ziel und das ist auch ganz wichtig, so bei der Zielsetzung relativ hoch zu zielen, damit wenn man so, selbst wenn man nur so im Mittelfeld landet, man trotzdem echt ganz gut positioniert ist. Mittlerweile, weil ich echt so head down busy bin mit meinem neuen Startup, ist es wahrscheinlich so ein Buch alle 2-3 Wochen. Aber für mich ist Lernen die Impfung gegen jede Art von Stagnation und so versuche ich einfach Bücher zu konsumieren, auch aus verschiedenen Themen. Also auch ganz bewusst nehme ich immer wieder Bücher, wo ich weiß, Alter, da wirst du nichts kapieren. Aber so dieser interne Anstoß und dieses Suchen nach neuen Antworten fasziniert mich. Also ganz egal, ob das so Spiritualität ist, Business, Verkauf, Philosophie, Mythologie, also wirklich völlig egal. Ich versuche echt einfach sehr, sehr viel Input mir irgendwie reinzuziehen. Und auch ganz wichtig für alle, die jetzt denken, oh, ich habe immer so Probleme, Bücher zu Ende zu lesen. Ich habe auf meinem Nachttisch bestimmt 10 Bücher liegen, wo ich dann hier mal reinspringe, da ein Kapitel mache, hier 2 Seiten mache. Also ich lese nicht so linear eins durch und dann das nächste, sondern es ist ständig so 4, 5, 6, 7 verschiedene Bücher, die aktuell irgendwie gerade am Start sind. Das ist cool. Das Buch ist ein Format. Das kann auch ein Podcast sein, das können auch Videos sein, das können Hörbücher sein, das können DVDs sein. Ja. Das sind nur andere Formate, aber es geht darum, dass du in deinem Kopf einfach weiterkommst und dass du dich weiterentwickelst, dass du neue Ideen bekommst. Es gibt keine Knappheit an Geld da draußen. Also für alle Verkäufer, die sagen, ah, es ist so schwierig, ja, es gibt keine Knappheit an Geld. Da draußen ist Geld ohne Ende. Wenn, dann gibt es eine Knappheit an Ideen, wie du an das Geld rankommst. Und wenn du sagst, ich brauche mehr Ideen, wie ich an das Geld rankomme, dann ist ein Weg dazu, dass du schlichtweg guckst, was andere darüber denken, was andere gemacht haben. Und dafür sind gut Bücher, Hörbücher und Co. Ich schaffe es im Moment auch nicht, so viel zu lesen, weil wir gerade viele, viele andere Projekte haben. Ich verschiebe das immer wieder gerne auf den Urlaub. Ich nehme extrem viele Bücher mit in den Urlaub. Also zum Vergleich, wenn ich 3 Wochen in Urlaub fahre, dann habe ich mindestens 12 Bücher dabei. Das ist so der Gradmesser. Und dann lese ich, weil dann bin ich ungestört und dann arbeite ich die durch. Und ich brauche in der Regel auch so 2-3 Tage zum Runterkommen. Und dann nimmt mein Geist auch diese Ideen, diese Impulse nochmal ganz anders auf. Also, aber lest, bildet euch weiter, gebt Gas, bleibt nicht stehen. Da draußen ist unendlich viel Kohle. Ihr braucht nur die richtigen Ideen, um die Kohle zu holen. Vor allem auch für alle, die jetzt sagen, ja, das ist irgendwie alles so teuer. Also zum einen, gebrauchte Bücher bei Amazon kosten irgendwie 2-3 Euro, werden dir vor die Tür geliefert, da kriegst du die
die Essenz der besten Gedanken der kreativsten Köpfe aller Zeiten wirklich so vor die Tür geliefert. Und ein ganz schöner so Paradigmenwechsel ist, es ist nicht das, was das Buch kostet, sondern das, was es kostet, das Buch nicht zu lesen. Also das ist so für jeden, der sagt, oh, das ist so teuer, also wie gesagt, 2-3 Euro, wo nur eine einzige Idee irgendwo in einem Buch das komplette Leben verändern könnte, geschäftlich oder persönlich. Also das ist ein ziemlich guter Deal, wenn wir jetzt über die Verkäufer sprechen. Ja, ich finde das sogar eine Katastrophe, dass Bücher so günstig sind. Nicht, weil ich Autor bin. Also ich habe zu Hause über 2000 Bücher stehen. Ja? Aber wenn ein Buch nur 10 oder 20 oder 30 Euro kostet, dann hast du nicht die Wertschätzung dafür. Du hast nicht die Wertschätzung. Also ich würde manche Seminare, manche Vorträge gratis machen. Ich würde hunderte Menschen gratis einladen. Aber wenn sie gratis kommen, dann bekomme ich nicht die Wertschätzung für mich und für das, was ich als Botschaft habe. Und deswegen will ich dafür Geld sehen. Es geht gar nicht mal, natürlich will ich auch Geld verdienen, ja, aber es geht mir darum, wer dafür Geld zahlt, der nimmt es auch anders wahr, der hat eine andere Wertschätzung. Absolut. So, das ist der Nachteil bei Büchern. Und nochmal, sowohl Matthew als auch ich hauen extrem viel Content gratis raus in unseren Podcasts. Also, wenn ihr schon gerne Bücher lest, dann hört diese Podcasts. Und wenn ich ein Buch kaufe, dann überlege ich bei dem Buch, es sind nicht die 20, 30, 50 Euro für das Buch, es sind die 20 oder 30 Stunden Lebenszeit, die ich in dieses Buch reinstecke. Das kostet mich viel mehr. Das ist viel mehr die Überlegung, als was kostet mich das Buch in Geld. Anderes Mindset. Nummer 5. Dinge durchziehen. So ein bisschen so der verlängerte Arm von Aktion und Information. Gibt einfach viel zu wenig Menschen, die Sachen zu Ende machen. Sie kaufen sich ein Buch, lesen die ersten 10 Seiten, dann verstaubt es auf dem Nachttisch, fangen eine Sport oder melden sich Januar im Fitnessstudio an, sind Februar dann das letzte Mal da gewesen. Deswegen gibt es die ganzen Abkürzungen, deswegen gibt es Anabolika, deswegen gibt es Lotto, deswegen gibt es all diese Dinge, wo man den kürzeren Weg irgendwie nehmen kann. Und diejenigen, die sich auf den langen Weg machen, die bereit sind, Dinge bis zum Ende durchzuziehen, ganz egal, wie steinig der Weg ist und wohl wissen, dass es in der Mitte echt eklig werden wird, das ist Fakt, das sind die wenigen, die dann das haben, weil sie das tun, was wenige tun. Vertrieb ist ein Ausdauersport. Vertrieb bedeutet, dass du dranbleibst, auch wenn es mal ruckelig wird. Die alle erfolgreich sind, davon gibt es jetzt hunderte Geschichten, da könnten wir alleine 3 Stunden jetzt drüber quatschen, zum Thema, wer hat angefangen, wer hat es durchgezogen und wer hat vorher abgebrochen. Aber die Erfolgreichen haben durchgezogen. Und ich habe in meiner Karriere sowohl als Redner, als Trainer, als auch als Verkäufer schon so viele kommen und gehen sehen. Aber die geblieben sind, die sind heute im Markt etabliert und die machen ihr Geschäft. Nummer 6. If it's not a hell yes, it's a no. Liebe Grüße an dieser Stelle an Derek Sivers. Checkt auf jeden Fall seinen Blog aus. Derek Sivers, ein großartiger Typ. Der Blog ist, glaube ich, sivers.org. Ein sehr, sehr spannender Typ. Ganz, ganz kurz seine Story. Hat CD Baby gegründet. Zwischenzeitlich der größte Vertrieb von Indie-Musik. Für 20 Millionen Dollar verkauft. Hat die ganze Kohle genommen, in eine Stiftung getan. Lebt von den Zinsen und das Geld wird, wenn er mal irgendwann stirbt, geht das zu Kindern und deren musikalischer Weiterentwicklung. Das heißt, er sieht die Kohle nicht wirklich. Also großartiger, spannender Typ, checkt ihn auf jeden Fall aus. Von ihm ist dieser Satz, if it's not a hell yes, it's a no. Und das hilft mir einfach dabei, so ein bisschen durch den Lärm durchzuschneiden auf der Suche nach den wenigen wichtigen Dingen, so ein bisschen so im Pareto-Prinzip, welche so 20% der Dinge ergeben die 80% meiner Ergebnisse. Und da hilft es oft zu sagen, ey, wenn ich nicht wirklich für das, für diese Anfrage, für dieses Projekt, für dieses Ding, was gerade ansteht, brenne, dann mache ich es nicht. Und es geht oft nicht um die Dinge, die man macht, sondern gerade um die Dinge, die man nicht macht, damit mehr Bandbreite frei ist für die wirklich wichtigen Sachen, die so die volle Attention irgendwie, die absolut limitiert ist, brauchen. Perfekt. In meinem Buch Umsatz extrem heißt die Stelle oder das Kapitel Schneiden und Wachsen. Also für die, die es nachlesen. Ja, du musst ein paar Sachen abschneiden, ja, damit du Platz hast, um zu wachsen. Nummer 7, einfach anfangen. Ja, der Name ist Programm. Ne? Also viele
denken gerade am Anfang zu viel nach, sicherlich wohlwollend, das muss alles richtig geplant sein, wir müssen nochmal brainstormen, wir brauchen ein schönes Office, wir müssen die guten Visitenkarten haben, brauchen eine Internetseite, wie ist das Farbschema der Internetseite, all diese Sachen, und vergessen dabei einfach nur den ersten Schritt zu gehen. Und das hängt auch wieder zusammen mit Vision ohne Aktion. Also lieber, es gibt so einen schönen Satz aus der Computerprogrammierphilosophie, wo es einfach heißt, deploy first, iterate later, also erstmal raushauen und dann später so nachschrauben, aber so erst anfangen, bevor man die Dinge so tot denkt, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der viele lähmt auf den ersten Metern schon. Für alle Verkäufer, der Leitspruch ist, während die Intellektuellen noch die Strategie diskutieren, haben die Dummen die Burg schon gestürmt. Schön, ja. Es geht nicht um dumm oder schlau, sondern es geht darum, machen. Erstmal machen. Und das ist schön, wenn der Matthew jetzt gerade hier sagt, hier die Softwarebranche. Hat Microsoft jemals eine fertige Windows-Version rausgebracht? Never ever. Nice. Die entwickeln immer am Kunden weiter. Ja. Also von da, macht euch da keine Birne. Microsoft ist Weltmarktführer. Bill Gates, der reichste Mann der Welt gewesen. Also bitte. Nicht Perfektion anstreben, sondern gebt Attacke, gebt Gas. Und da sind wir wieder bei dem Ding, was du am Anfang angesprochen hast. Ich hau oft Dinge raus, die unfertig sind, die unperfekt sind. Und die Leute lieben einen oft dafür, weil sie halt sagen, ey, cool, dass du auch so einen Blick hinter den Vorhang zulässt und auch unfertige, unperfekte Dinge raushaust. Also das ist auch oft sogar förderlich. Ja, also nochmal, was bleibt mir in Erinnerung? Ich weiß nicht mehr, wie die Folge von dem Podcast ist, aber ich weiß, dass da der Skype-Anruf kam und dass du drangegangen bist. Da habe ich gedacht, das macht er wirklich? Das schneidet er nicht raus? Ist der zu faul oder wie geil ist das? So, Nummer 8. Don't be busy being busy. Nee, beiß. Doch, ist richtig. Don't be busy being busy. Aber es ist ein Fehler. Dann ist es falsch geschrieben. Geil, dass wir über die. Ist falsch geschrieben, genau. Auf dem Blog. Okay. Don't be busy being busy. Don't be busy being busy. Und auch das, ne? Also geiler, harter Typo, so in der fettgedruckten Überschrift vom Blog. Super geil. Auch das ist ein alter Artikel, ne? Auch seit anderthalb Jahren online irgendwie super. Das zum Thema so deploy first, iterate later. Aber don't be busy being busy. Viele, und ich zähle mich oft dazu, verwechseln zeitintensive Arbeit mit wichtiger Arbeit. Oft denken wir so, boah, ich habe jetzt hier 4 Stunden dieses Ding gemacht und so, das muss ja super wichtig sein. Oft sind das die Dinge, die nicht so wirklich wichtig sind. Manchmal sind die wichtigen Dominosteine, die man umhauen muss, die sind gar nicht so zeitintensiv, aber die sind halt extrem wichtig. Und da zu jemandem zu werden, der diese wenigen wichtigen Dinge identifizieren kann, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, was die Produktivität angeht. Also don't be busy being busy. Nicht jetzt denken, wow, ich habe irgendwie 10 Stunden heute E-Mails beantwortet, ich bin so unglaublich produktiv. Nicht so wirklich, denn dadurch ist halt Arbeit am Unternehmen liegen geblieben, dadurch, dass man im Unternehmen gearbeitet hat. Erinnert mich an die Situation mit den beiden Verkäufern, die sich abends an der Bar treffen und der eine fragt den anderen, ey, wie war dein Tag? Da sagt er, super. Ich hatte 4 Kundentermine, ich habe 6 Angebote gemacht und ich hatte, also ich glaube nochmal 6 oder 7 Kundentelefonate. Also war ein richtig, richtig guter Tag. Wow, ja. Ja, sagt der andere, du, ich habe auch nichts verkauft. Ja. So, also schön. Es geht nicht darum, beschäftigt zu sein, sondern es geht darum, wirklich produktiv zu sein. Das ist die Botschaft und das gilt für den Vertrieb extrem, extrem. Nummer 9, less ego, more service. Ja, für mich ist es mittlerweile echt so ein, wie so ein Dogma geworden, so eine Orientierungshilfe, so ein Leuchtturm geworden, Dinge zu tun, die, wo Werte entstehen und die Menschen helfen, weil das für mich letztendlich der Schlüssel ist zu allem anderen. Also wenn jemand sagt, ey, du hast mir wirklich geholfen mit irgendwas, und das ist ja auch die so eine Reziprozitätslogik, die hinter dem Blog steht, hinter dem Podcast steht, wenn jemand sagt, ey, das hat wirklich einen Wert für mich gehabt, was du da gemacht hast, dann ist die Bindung emotional und dann auch geschäftlich irgendwann so unbeschreiblich stark und ehrlich auch, weil man wirklich einen Werteaustausch hatte, dass man darauf was echt Tolles Langfristiges aufbauen kann. Also es geht echt weniger darum, etwas tatsächlich, also obwohl wir jetzt hier bei Verkäufern sind, ne, ist mir trotzdem wichtig, das zu sagen. Es geht nicht immer nur darum, was zu verkaufen, sondern es geht auch oft darum zu sagen, ich habe hier jemanden kennengelernt, mit dem werde ich die nächsten 10 Jahre
zusammenarbeiten, aber ich habe dem gerade nichts verkauft, vielleicht in 5 Jahren mal, aber das geht halt, es geht ums Long Game. Leute wollen immer so Short spielen, aber es geht hier um, ja, es geht hier um eine ganze, um eine Karriere, die ein Leben lang geht und nicht nur so der erste Monat, wo man viel Kohle verdienen will. Hier stecken zwei Sachen drin. Das eine, die meisten Verkäufer feiern den Abschluss eines Geschäfts. Aber eigentlich müssten wir feiern den Beginn einer langen Geschäftsbeziehung. Superschön, ja. Ja, das ist der eine Blickwinkel. Und der andere ist, bloß weil der Kunde jetzt nicht kauft, weil er jetzt vielleicht gerade keinen Bedarf hat, aber wenn der Kunde Potenzial hat, dann bleibt da dran. Ja, wenn ich jetzt feststelle, okay, pass auf, grundsätzlich hat er Potenzial, aber im Moment ist kein Bedarf da, weil das ist für den alles gut geregelt, dann behalte ich den auf dem Radar und gucke immer mal wieder, was macht der. Und dann gibt es manchmal einen Wechsel, einen personellen Wechsel. Ich sag mal, der Abfangjäger, mit dem ihr bisher zu tun hattet, der hört auf und dafür kommt ein Nachfolger und der Nachfolger ist empfänglicher für euer Angebot und so weiter, aber bleibt dran. Super. Tolles Buch zu dem Thema, Gary Vaynerchuk, Jab, 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 Right Hook oder Left Hook, keine Ahnung, aber auf jeden Fall Jab, ja. Jab, Jab, super, super Buch. Jerry Vee, ein sehr geiler Typ, also lohnt sich auch in Social Media zu verfolgen. Hammer Typ, mega Energie, wow. Nummer 10 und das letzte aus deiner Liste, es gibt keine Regeln. Ja, und das ist natürlich, es ist bewusst die Nummer 10, man neigt immer dazu, oder ich neige auch oft immer dazu, die eine Regel, die eine Pille, die eine Wahrheit zu suchen. Und oft ergeben sich die Ausrufezeichen, wenn man, oft ergeben sich die, oder beantworten sich die Fragezeichen selber, wenn man Ausrufezeichen produziert und wenn man einfach nur für einen Augenblick kurz die ganzen Regeln vergisst und einfach nur macht. Was war das Punkt? Einfach machen oder einfach anfangen? Es gibt keine Regeln. Ja, genau. Ja. Mhm. Genau, das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, nicht immer nur zu überlegen, ja, aber wie mache ich das und hier gibt es schon noch eine bessere Formel und da gibt es noch eine bessere, also Sachen einfach auszuprobieren und sich die Regeln dann irgendwie selber schreiben, ist, glaube ich, das Takeaway. Vielleicht jetzt nicht nur für Verkäufer, auch für jeden anderen, der das gerade sieht und hört. Ich habe mit meinem Freund Christopher Funk, einem Personalberater, dem Headhunter schlechthin zum Thema Verkäufer finden, Verkäufer-Recruiting, ein gemeinsames Buch geschrieben, das heißt Verkaufen statt Bewerben. Und es ist im Grunde genommen ein Ratgeber, wie du an deinen Traumjob kommst. Und gerade dieses, es gibt keine Regeln, ist im Bewerbungsprozess, ist im, wie kriegst du einen geilen Job, wie kommst du an eine geile Stelle dran. Das ist jeder, der den klassischen Weg einhält, auf eine Stellenanzeige wartet, der dann eine Bewerbung dahin schickt, der dann abwartet, bis das einer sich meldet, hat verloren. Vergesst das. Die geilen Jobs, die holt man sich, die bekommt man nicht. Also das Buch Verkaufen statt Bewerben ist für die, die auf der Suche sind nach einer anderen beruflichen Positionen möglicherweise ein Augenöffner und wir lösen da ganz viele Sachen, indem wir sagen, vergesst das mal mit den Regeln. Es gibt einen Bonus, der Bonus Nummer 11 ist es, ist Promise Low, Deliver High. Schöne Situation, da war ich 21, erstes Semester Businessstudium, sitze so ganz hinten in der Vorlesung, wahrscheinlich noch irgendwie so verkatert vom Vortag. So ein junger Student irgendwie, und ich denke, ich weiß alles, aber eigentlich weiß ich nichts. Und da kommt ein Operations Management Professor rein, Dr. Bruce Kibler, so ein geiler Schneuzer, so ein stämmiger, guter Typ, Operations gemacht in fetten, fetten, großen Unternehmen. Und der hat einen Satz gesagt, er meinte, promise low, deliver high. Und da hat er mich sofort gehabt, weil es so kraftvoll ist, jemandem zu sagen, ey, ich gebe am Freitag ab und dann gibst du am Mittwoch ein Ding ab, was richtig brennt, wo einfach nur diese Over-Delivery, und deswegen ist dieser Punkt in einem, wo ich 10 Punkte versprochen habe, der Punkt Nummer 11, ist das einfach eine schöne, angenehme Überraschung, die so eine unglaubliche Verbindlichkeit kommuniziert, die halt echt den Beginn dieser lebenslangen Geschäftsbeziehung, um das nochmal aufzugreifen, einfach so ein schönes Fundament gibt. Heute ist Dienstag und am Samstag, Sonntag hatten wir in Dortmund mit rund 2000 Teilnehmern die Vertriebsoffensive.
Und ich habe auf der Bühne schon gesagt, wenn ihr hier zufrieden rausgeht, dann habe ich was falsch gemacht, ihr müsst begeistert rausgehen. Und wenn ich dann die Kommentare, gestern habe ich einen Tag Auszeit genommen und habe aber auf dem Handy mal ein bisschen, also ihr seht das vielleicht ein bisschen rot, ich war gestern Garten, Hängematte, Pool und habe dann auf dem Smartphone die Nachrichten im Social Media gelesen und die Leute haben gebrannt. So, wenn du das vorher ankündigst, dass du sagst, ey, nach 2 Tagen verändert sich deine Welt und du wirst brennen, dann denken alle immer, komm, ey, der erzählt viel. Deswegen, ich sage, die Vertriebsoffensive ist geil. Du bekommst extrem viel Know-how, du gehst motiviert raus, aber es ist promise low und es ist deliver high. Die Leute, sprecht mit Leuten, die in Dortmund dabei waren und ihr wisst, wovon ich spreche. Yes. Hier steht nur noch ein Satz nachher. Er ist eigentlich durch mit seinen Punkten an der Stelle, der Matthew. Mit Freunden macht man keine Geschäfte. Das ist ein riesen eigener Themenblock, aber in den möchte ich jetzt rein, weil es ist, im Vertrieb ist das so, du lernst oft, verkauf nicht an deine Familie, verkauf nicht an deine Freunde, an deine Nachbarn, weil wenn es schief geht, dann kannst du dich nirgendwo mehr sehen lassen. Und ich sage, wenn das die Ausgangssituation ist, dann bist du bei der falschen Firma, du bist beim falschen Produkt und du bist möglicherweise im falschen Beruf. Weil, stell dir vor, du bist Forscher und du entwickelst ein neues Medikament. Und dieses Medikament heilt Krankheiten und du hast in deinem Umfeld Freunde, Familien, Nachbarn, hast du Menschen, die diese Krankheit haben. Würdest du denen nicht zuallererst dein Medikament anbieten? Und mit dem Mindset musst du unterwegs sein. Das ist Bullshit zu sagen, nein, ich verkaufe erstmal an fremde Leute und dann gehe ich an meine eigenen. Aus meiner Sicht, wenn das so ist, dann bist du beim falschen Produkt, bei der falschen Firma und möglicherweise im falschen Beruf. So, und jetzt bin ich gespannt. Mit Freunden macht man keine Geschäfte. Matthew, erzähl mal was. Das ist ein kostenloses E-Book, was ich geschrieben habe, wo ich diese und dann auch 9 andere so Pseudo-Business-Weisheiten irgendwie aushebel. Einfach mal googeln, Matthew Markage und mit Freunden, dann findet man das, wie gesagt, for free, weil ich einfach so mit diesen Dingen irgendwie aufräumen möchte. Und ich mache alle meine Firmen immer schon mit meinen 3 besten Freunden zusammen, in einer gleichberechtigten Partnerschaft, wie eine Familie, wie eine Ehe. Und für mich ist das eigentlich eine relativ klare, intuitive Entscheidung gewesen, wenn man davon ausgeht, dass man mit seinen Mitarbeitern oder mit seinen Partnern mehr Zeit verbringt als teilweise mit der Frau und mit der Family und wirklich das Potenzial hat, echt was aufzubauen, da mache ich das lieber mit Menschen, die ich kenne, denen ich vertraue, wo es eine Basis gibt, wo es eine Vergangenheit gibt, wo ich auch ein ehrliches, persönliches Interesse an der Person habe, als mit jemandem, wo ich so von 9 bis 17 Uhr irgendwie einen auf Partner mache. Und dadurch haben wir auch viele, viele Themen, die sonst Kopfschmerzen bereiten würden, von vornherein ausgestaltet. Also werde ich beklaut, werde ich beschissen, arbeiten die Leute so, wie ich mir das vorstelle. Und bei uns ist es absolut, irgendwie, wir sitzen alle ums gleiche Feuer, Schulter an Schulter, alle im Cockpit und steuern diesen Jet. Und man kann sich immer auf diese Konstante verlassen, weil im Business ist es eine absolute Achterbahn. Aber diese Freundschaft ist halt die Konstante und das ist das, worum es da geht. Sehr, sehr, sehr stark. Yes. Wow. So, wenn ich auf die Kamera gucke gerade, dann weiß ich, wir haben gerade 1/4 von dem, was ich noch fragen will. Das wird für ein Video und einen Podcast viel zu viel. Deswegen verabschiede ich jetzt auf dieser Kamera hier und im Podcast alle Zuhörer und Zuseher und es wird einen Teil 2 geben. Vielen Dank, setzt um, hört euch den zweiten Teil an. Lieben Gruß.